I'm bored. Let's do something else. I got this book. My dad gave it to me. Ja, servus, hallo, zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Heute sind wir wieder am Evo. Wir haben ja hinne die Luftbälg hinne sind drin. Das funktioniert. Leitungen, ich muss die nochmal rausmachen. Da ist eine Leitung leicht undicht. Das ist aber kein Problem. Das ist eigentlich eine schnelle Sache. Aber wenn ich ja eh die Leitungen später komplett verliere, wenn ich mein Bedienteil irgendwann zusammengebaut habe, weil im Kopf ist schon gebaut, dann werde ich die Leitungen neu verlegen. Wir gehen jetzt ans vordere Fahrwerk. Am vordere Fahrwerk, das ist ein bisschen tricky, weil ich hol mal kurz mein schwules Selfie-Ding gedöns. So, das habe ich jetzt aufgestellt, muss ich nicht die ganze Zeit mit dem Arm durchstehen. Das vordere Fahrwerk ist ein ganz kleines bisschen tricky. Grund dafür ist, wir haben ja Avectra Karosserie. Dann habe ich ja E30 Vorderachse, ne? Mit E46 Querlenker, E36 Lenkung. So, jetzt hat die Achsschenkel dort dafür zu bauen, ne? Die habe ich nicht da. Ich mach Pause, die muss ich holen gehen. So, ich habe nämlich jetzt die Sache da alle geholt, für da her. Ich erkläre euch das, ne? Habt ihr gesagt, das ist nicht einfach, ja? So, jetzt muss ich schon die Achsschenkel, ne? Der E30 hat ja Achsschenkel und Feder B. Ich glaube, das heißt auch McPherson Feder B. Ich bin mir nicht sicher. Hat er ja in einem. Der E36 hat ja dann der Achsschenkel und das Feder B. Feder. Das Federbein getrennt. Okay? So. Jetzt hat. Wie machst du das? Ne? Vom E30 die N50er Dämpfer. Federbeine zu bekommen, also die Federbeine mit 51 mm Durchmesser für die große Dämpfer, wie es der Sechszylinder hatte, ist ja mittlerweile sauteuer, ne? So. Das heißt, dort dran zu kommen, ist schon echt schwierig. Ich meine, wenn man Geld genug hat zum Scheiße, ist das kein Problem. Irgendeiner verkauft immer irgendwo irgendwas, ne? Aber ich will es ja so günstig wie möglich, dass es funktioniert. Ich brauche hier nicht das Teuerste. So. Also, mein erster Federbeine, die ich hatte, waren vom 316. Die habe ich umgebaut. War nicht so das Wahre. Habe ich müssen in die Tonne treten, weil ich natürlich damals über die ganz Achsgeometrie noch am Lernen war. Die Lady war gerade so zugelassen, aber noch nicht auf dem Zustand wie heute. Auch, ja, ich darf nicht so viel spoilern. Es gibt da einen Punkt, der erwähnt worden ist, mit Sicherheit, aber das leid dort wegen Rolle vom Auto. Jeder, der sich mit Fahrwerk und so weiter beschäftigt, weiß, was ich meine. So, das ist aber Thema von der Lady. Und da habe ich das gebaut für die Evo und die kleine Federbeine konnte ich dann wegschmeißen. Dann bin ich gegangen und Hammer, 51 mm Federbeine gekauft. Da wird mich jetzt jeder steinigen, warum ich das gemacht habe. Und hab die umgeschwäst, ne? So, dass die Passe alles drum und dran mit Sturz, Spur, ne, Spur kommt ja automatisch, aber mit Sturz und Nachlauf. Das waren dann die Variante, ne? Eigentlich sieht es fast gleich aus wie beim BMW. Allerdings ist hier, wie man sieht, ne? Das ist das Federbeil vom Avectra. Ist hier ausgeklinkt, hier hinten versteift, normal, also Knotenblech drüber. Und das Federbein vom Vectra ist hier in die Hülsinneren gesetzt, ne? Und hier hinten mit dem Knotenblech, also Zugblech, versteift, weil jo hier die Felg, ne, drauf drückt und hier oben das Auto. Das heißt, im Prinzip tut das hier so knicke, meistens. Und deswegen ist hier das Zugblech drauf, damit die Kräfte nicht auf einer Schweißnaht sind, sondern hier verteilt werden. Hat wunderbar funktioniert, bis ich dann auf die Idee kommen bin, ach ja gut, mit serienmäßige Felge funktioniert es, aber ich will jetzt 9x16er, dass es funktioniert. Dann hat das nicht gepasst, weil das Auto war fertig und die 9x16er haben hier geschliffen. Klar konnte die Spurplatte drauf machen, 5 mm, also beim E30 muss ich immer
Immer musst du bei mir 30, wenn du 9x16 ET15 fährst, musst du immer mindestens 5 mm Spurplatte machen. Ansonsten, Frank, man sieht dich. Ansonsten kommt der Felgerand ans Federbär wie hier. So, das habe ich dann auch gelernt. So, das waren meine Federbär und da habe ich gesagt, das ist nichts. Ich kann keinen Sturz instellen, ich kann nichts. Wenn ich, dann muss ich das Federbär ändern, habe ich keinen Bock drauf. Ne? So, und es gab ja nichts, außer der E36-Umbau. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ich nehme meine alte Federbär und schneide das ganze Hülsegedöns, schneide ich ab und baue das neu. Ne? So, und das ist mein Ackschenkel, den ich im Evo gefahren habe und der so in der Abnahme war. Ja? Das heißt, hier sind, ich glaube, 25 mm Stahlplatte, hier ist Versteifung drin, das ganze Ding ist komplett verschweißt, erhitzt, egalisiert, genau, das ist der Name, egalisiert worden. So, und jetzt kommt das Geile. Hier bin ich natürlich mit der Anflanschung so weit dann weg, dass ich mit dem Dämpfer zu hier so viel Luft habe, dass ich 9x16er Serie ohne Spurplatte fahren kann und habe noch genug Luft zu meiner Dämpferhülse. Der Ackschenkel, also das sind zwei Stück, die habe ich gebaut, die sind auch damals komplett im Evo so abgenommen worden. Das heißt, das Teil, die Teile, die haben TÜV. Ne? Ich werde mal noch einen Rahmen hier dort dafür bauen, weil mit Sicherheit der ein oder andere sagt, ja, kriegt man sowas. Selbstverständlich. So, jetzt haben wir schon mal den Ackschenkel. Dann kommt ganz wichtig dazu, wenn ich dann anfange, dass ich Ackschenkel und Federbär einzeln fahre. Was für Federbär kommt denn überhaupt da drum? Ne? Ich meine, Lochbild, Zweierloch, kann ich ja alles nehmen. Golf 2, Golf 3, Golf 4, alles Mögliche. Ne? So, aber da ich ja eigentlich Opel fahre und damals nichts Besseres dort, habe ich vom B-Corsa das Federbein genommen. Das passt einwandfrei rein. Das haben wir jetzt hier. Mein Gewinde habe ich nicht mehr, weil wir fahren ja jetzt im Moment kein Gewinde. Jetzt hat, ich schraub's gerade mal zusammen. Jetzt habe ich hier mein Federbein komplett und wie ihr seht, kann ich hier die 5 mm mein Sturz instellen. Dann gehe ich jetzt hier und du hier hinten ein noch größeres Langloch mache, na, oder die Platte hier aufdicke und hier noch ein größeres Langloch, kann ich meinen Sturz komplett sehr, sehr weit instellen. So, das heißt, ich habe jetzt schon mein A-Vectra mit der E30 Vorderachs, mit der E36 Lenkung, mit der E46 Querlenker, mit der E30, also mit der Sud Spezial Achsschenkel, mit dem B-Corsa Federbein. Und dann kommen wir wieder, wie kommt denn hier ans B-Corsa Federbein die Domlare von einem A-Vectra? Der Dämpfer ist ja viel zu dünn. Na? Da sitzt hier beim B-Corsa normal dieses Teil hier oben drauf. Und dann kommt das Domlager vom B-Corsa hier oben hier. Aber das hier passt ja gar nicht hier hin rein. Hier, ne? Das geht ja nicht. Weil der A-Vectra hat ja ruhen die Karosse auf denne. So, schleben wir das gerade weg, bevor es mal gedreht. Jetzt habe ich das. Und das ist ein ganz anderer Lochdurchmesser und selbst. Ich bin dann schon drin. Scheiße. Moment. So, jetzt. Ich war nämlich gerade fast dabei, was zu verraten. Wir haben hier B-Corsa. Und das ist vom A-Vectra. Und da sieht man schon, der Kolbendurchmesser ist viel größer. Dann ist hier beim A-Vectra hier, ne, das Gewinde bis runter, wo das hier drauf geht. Und dann mit der Mutter gekontert wird. Und dann kommt die Karosse und dann das Gegenblech. So. Beim B-Corsa hast du, mach mal nochmal den Ackschenkel ab. Beim B-Corsa hast du hier oben deine Schaft, weil du ja die Dicke hast. Na? Also das Welslager und dann das Teil. Dann hast du hier das Gewinde. So. Jetzt ist die Frage, wie du ich das irgendwie kombiniere, der ganze Scheißdreck.
Und da kam mir damals die Idee, warum du ich nicht das benutze und mach's hier drin. Ne? Sieht man? Funktioniert nicht. Ne? Hier ohne, da ist nirgends Führung, irgendwas, da ist gar nichts. So, dann kam wieder ich, ne? Also mein kleines Ego, wo gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe damals, ich habe noch keine Drehbank gehabt, ne? Nee, habe ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die angefertigt habe. Ich glaube auf Rabohrmaschinen und Flex und so, keine Ahnung. Oder ich war bei jemand, wo sie drehen kann. Ich weiß, ey, scheißegal. Auf jeden Fall habe ich mir die Teile geändert, dass sie als Adapter hierin funktionieren. Und zwar sehen die so aus. Ne? Erstens mal da außen geändert. Und wenn man jetzt guckt, da sah jemand vielleicht, dann sind die Dinger nämlich stabil. Von hier unten sieht man, ich habe die Vertiefung, die hier drin ist, mit der Stege, ne? Genauso wie hier, die habe ich immer noch. Ich habe hier nur nicht den breite Teller und die dicke, die ist immer noch da, ne? Ist nur ganz leicht rund gedreht. Dann hier oben die Führung, die hier rinkommt, natürlich so auf Passung gemacht ist, damit die angedengelt. Und dann leid die hier komplett press, ganz fest drin. Und hier ist er abbündig. Und das heißt, wenn ich das dann drauf setze, dann kann ich hier mit der Mutter oben das kontern. Und dann kommt die Karosse drauf. Na, und jetzt nicht irritieren lassen, die Domlager hier, das sind gebrauchte, das sind alte, die sind kaputt. Aber für das Ganze jetzt zusammen zu bauen, damit am Drehmoment die Evo vom Hänger fährt auf den Burnout-Platz und im besten Fall, wenn es funktioniert, so machen wir, wenn es funktioniert, auch noch durch die, ich weiß gar nicht, wie der Name ist von der Kurve, Emo Drifte tut, reiche die vollkommen. Ne? Weil ich muss nämlich noch ganz viel Sache, kleine Sache kaufen, damit das ganze Zeug, was ich gerade baue mit dem Airwide, funktioniert. Nur will ich jetzt nicht mein Geld an deine Domlager ausgeben. Die kommen jetzt erst mal hin. Ich kann mit dem Umbausatz und mit meinem Achsschenkel, die ich gebaut habe, hier sehen, der Evo wird extrem wild, weil der Evo wird komplett bunt. Ja? Jedes Teil, was in den Rinn geschraubt wird, wird jetzt angefertigt, alles fürs Drehmoment. Ich weiß nicht, ob ich bis dort hier alles gepulvert habe, was ich nicht glaube, weil ich noch zu viel ändern muss, eventuell was Schweiße ändere oder sonst irgendwas. Wenn das aber fertig ist, ja, wie gesagt, das Ganze, was ich jetzt hier mache, läuft zeitgleich in Absprache mit dem TÜV. Ja? Und da weiß jeder, dass ich das alles so weit offen lasse, dass ich immer noch was ändern kann. Die hier sind abgenommen. Die sind schon in der Akte drin. Das heißt, die verbaue ich mit einem Federbein. Fürs Federbein haben wir ja Prüfunterlage. Die sind geprüft. Das gehört mit zu der Prüfung, was hier schon drin ist. Das heißt, ich kann jetzt meine Vorderachse komplett zusammenbauen. Hier habe ich schon die Bremsscheibe. Die sind extra, ne, auf meinen Wunsch, habe ich die vor, ach Gott, ich glaube 3-4 Monaten schon, habe ich die K vom E30 325 und haben sie komplett schon schwarz grundiere Pulver gelöst. Die kommen so drauf. Jetzt hat das da bremst sich frei. Und die Auflagefläche hier und hier, die wird später hinaus mit dem Nature Keks eben sauber abgezogen. Dann ist es okay. Ne? Dann ist die schwarz. Aber jetzt fürs Drehmoment, weil die so wie die jetzt ist, draufgeschraubt. Weil wenn das drauf ist, kann ich Bremssattelträger, ne? Die kann ich fertig machen, pulvern. Da hat der Alex ja schon alles gestrahlt. Dann die Bremssattel pulvern. Dann brauche ich noch die Bremsschläuche vom E30 325. Und dann hätte man eigentlich die Vorderachse fertig. Aber für später, für den TÜV, kommen noch neue Querlenker hin. Neue Spurstange komplett mit Axialgelenke, Staubmanschette. Das ganze Zeug wird alles neu gemacht, bevor das Auto TÜV kriegt und bevor das Auto dann auf die Dauerfestigkeit, auf die Rennstrecke am Nürburgring geschickt wird. So, jetzt habe ich wieder ganz viel gelabert. Heute war es nur rein technisches Video. Zusammenbauen.
sau eng daneben. Ich weiß nicht, ob ich es gut aufgefangen kriege. Aber bevor ich das Video fertig mache, ich baue jetzt die Seite so weit zusammen, weil ich habe hier noch hier die Radnaht, also das Radlager, was drauf war, das ist jetzt ein altes. Na, das tue ich jetzt hier ein bisschen mit der Trottbech sauber machen, wo die Bremsscheibe drauf kommt, dann wird das jetzt verbaut, dass es jetzt drauf ist. Die kommen nämlich später aus A noch neu gemacht. Und ich will die umbauen auf Stehbolze. Hinne habe ich vergessen, die ist schon zusammengebaut. Eigentlich, ich habe drüben schon Stehbolze, Muttere, alles Laie. Ich wollte das alles umbauen auf Stehbolze. Radner bis jetzt zusammengebaut. Wenn ich es auseinanderbaue, ist Radlager kaputt. Und ein Radlager, Stückpreis 45 Euro, lasse ich jetzt drin, bleibt auf Schraube. Vorne, wenn ich die neu kaufe, werden die direkt auf Stehbolze umgebaut. Und deswegen bauen wir jetzt die da hier so, wie sie sind. Emo alt in. Die Auflagefläche für die Bremsscheibe durch ein bisschen sauber machen. Und das war's dann. So, ich baue das alles zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die Seite zusammengebaut, ne? Kurz den Kühler mal hingesetzt, ne? Der ist jetzt mit Klebeband fest, damit ich ohne die Kühlerhalterung ohne bauen kann. Der Alex geht gerade wieder raus, aber wir haben gerade ein bisschen lang fachgesimpelt, wie mir alles hier positioniere, weil später hinaus, das ist noch ganz geheim, ne? Der Luftsammler hier, der fällt komplett weg. Der Kühler kommt dann sehr wahrscheinlich so weit noch hinne, dass er hier unter der Drosselklappe bleibt, schräg nach vorne, damit ich mit der Drosselklappe, mit der Ansaugung hier nach vorne zwischen Kühlertravers und Kühler kommen kann. Ja, wir haben aber die Felg drauf und komplett hochgehoben auf 0 bar. Ne? Das heißt, ich habe es jetzt nur mit dem Waageheber hochgehoben. Ich mache mal das Handy rum. Nur mit Waageheber hochgehoben und es sitzt schon richtig geil drin. Da kann ich eventuell später noch gucken, ob ich Begrenzerin mache. Oh. Aber ich weiß nicht genau wie. Was natürlich geil ist, wenn man jetzt. Oh. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Dann kann ich einen. Stopp. So. Da sieht man jetzt der Achsschenkel, das Federbein, die schwarze Bremsscheibe. Natürlich, Spurschang habe ich festgemacht, ist aber Aldi. Da kommt Spurschang, Querlenker wird noch neu gemacht. Genauso hier Vorderachs. Alles, die Aufnahme wird auch alles immer neu gemacht. Ich meine, das ist jetzt alles 10 Jahre, vorneweg 10 Jahre alt und hat vorneweg 6 Jahre gestanden. Aber das ist schon. Oh, jetzt kriege ich nämlich rum. So. Wenn das so steht. Ist schon sexy, ne? Und verdammt tief. Es ist wirklich sautief so. So. Ich gehe jetzt noch mal kurz noch hin. Ich habe ja gestern gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung, das kommt noch. Ich muss es euch zeigen, ne? Ich muss es euch erzählen, weil das ist wieder die Sache vom Alex, der steht daneben. Der Alex fährt ja E36 und ich habe ja auf dem Evo schon immer. Vom M3 war der, gell? Der Originale, der kleine. Vom M3, der eine Spoiler drauf gehabt, aber ohne das Unterdeel. Und da habe ich irgendwann mit dem Alex die Red gehabt. Dann irgendwann kam der Alex und hat gesagt: Ey, pass auf, ich habe Class 2, der hohe, aus GFK, aber der passt nicht, scheißrig, hat nur drüber geschollt. Und ich habe gesagt: Alex, wenn du Bock hast, ich gebe dir der Originale, wenn du mir den aus GFK gibst. Weil mit GFK, ich kann mir das anpassen, wie ich das will. Und ja, und dann ist er Samstag, gell? Am Samstag ist er gekommen und hat gesagt: Guck mal, ich habe da was für dich, ne? Ich zeige euch das immer. Es kommt noch ein kleines Stück dran, aber das zeige ich euch. Das ist jetzt der komplette Class 2 Spoiler. Hier ist jetzt Klebeband, weil ich de 2000er Spoiler habe ich abgerissen. Hier, das Stück wird nochmal ingeklebt und das gibt alles später ein komplettes GFK-Teil. In der Optik, dass der Class 2 Spoiler eigentlich den 2000er ersetze tut. Und genauso hier, die Form, die passt richtig wie Arsch auf Ema. Das heißt, hier
wird der 2000er noch ein bisschen ausgeschliffen, dass der genau hier die Rundung drauf läuft. Und dann wird das GFK hier mit übernommen, die Form vorher, muss ich gucken, da ich das aus GFK mache, dann hier drauf, dass es die Form hat, dort drauf. Hier oben das Loch ausgefüllt, mit der Kante genau hier runter. Und dann hier so schön rund auslaufen gelassen, wie hier. Ich denke, das kommt richtig geil. Mir gefällt das richtig, richtig mega, oder? Was sagst du? Richtig mega, ja. So, und das. Ja, da kommen noch andere Sachen, aber da kommen wir dann irgendwann. So, das war's von heute vom Evo. Es werden noch viel mehr BMW-Teile verbaut, ne? Das ist sicher. Mit Sicherheit. Also Kardanwelt brauche ich auf jeden Fall. Dann kommen hier noch die. Ja, das kommt dann später. Das erzähle ich später. Ich will euch schon nicht alles erzählen, was da dran kommt, ne? Auf jeden Fall. Es gibt im Internet gibt's irgendwo ein Bild, was ich gemacht habe, wie er damals im Rohbau war, bevor er komplett fertig gemacht worden ist. Und genau die Schiene, nur dass er hinten der hohe Glas 2 komplett mit Unterkante hat, also mit dem, ich weiß nicht, wie man sagt, die untere Abrisskante, ne? Kommt er genau so wie damals. Und natürlich kommt auch noch mehrere Sachen drauf. So, das war's von heute. Nächster Step ist, wenn ich morgen übermorgen komme, das wird der Aktschenkel pulvern, dann tue ich gleich gucke, dass ich Bremssattelträger und Bremssattel vielleicht pulvere kann, da ich die draufschrauben kann. Dann ist die Geschichte schon mal durch. Wenn ich dann Bremsschläuche mache und Halterung für die Luftleitung von einem Federbein vorne, jetzt fange ich schon an, hoch, da ich so rede, ne? Fällt das auf? Krass. Vom Federbein vorne, ne? Dass ich da Halter bauen kann, anschweißen kann, dass der drin ist. Und dann nur noch Luftleitungen verliert. Das heißt, mir hätte dann das Fahrwerk bis auf Dämpfer hinne, die Länge zu bestimmen, komplett fertig. Und jetzt kommt das Geile. Die Vorabsprache mit dem TÜV, wie ich es gebaut habe, ist schon positiv verlaufen. Das ist richtig geil. Das freut mich, dass das Luftfahrwerk schon 50% von der Miete für den TÜV hat. ja. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonniere nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.